Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, weniger auf der Tribüne, dafür hoffe ich umso mehr im Stream. Zum einen, liebe Kollegin Janssen, das mit der Ananas-Diät habe ich mir aufgeschrieben, ich werde dann berichten. Zum Zweiten, ein bisschen ist es schon verwirrend, was die Landesregierung an Aussagen zur Ausbildungsumlage in letzter Zeit in die Welt gesetzt hat. Frau Ministerpräsidentin schließt sie konsequent aus, auch in Zukunft. Herr Minister bringt sie öfter schon mal ins Spiel. Da wäre eine eindeutige Kommunikation ein bisschen besser. Hinterher glaubt noch irgendjemand, sie wären sich nicht einig. Das wäre ja nicht richtig. So, ich stehe dieser Ausbildungsumlage übrigens einfach mal sehr neutral gegenüber, möchte aber zu bedenken geben, dass man zuerst mal prüfen muss, ob die denn wirklich die Steuerungswirkung entfalten kann, die man sich da erhofft. Aber das können wir jetzt im Ausschuss demnächst besprechen. Deshalb finde ich den Antrag an der Stelle gar nicht schlecht, bin aber nicht ganz sicher, ob es dann das Ergebnis hat, was sich der Kollege Alder wünscht. Aber schauen wir erstmal. Was ich mir aber zuerst mal angeschaut habe, sind die Zahlen der Auszubildenden der letzten Jahre. Ich habe jetzt mal nicht nur den FDP-Antrag zugrunde gelegt, der nur ein Jahr, also 2012 bis 2013 betrachtet hat, sondern ich habe mal geschaut, IT-NRW listet Zahlen auch seit 2009 bis 2013. Da haben wir insgesamt einen Rückgang von etwa 6%, sogar etwas mehr als 6% an Auszubildenden landesweit. Größtenteils übrigens im Handwerk, zu einem etwas kleineren Teil in der Industrie. Das ist nicht gut für unser Land. Das ist nicht gut, weil wir wissen, was wir an Fachkräften in Zukunft brauchen. Und da müssen wir wirklich einhaken. So, wie kann man dem begegnen? Warum wird überhaupt weniger ausgebildet? Die Unternehmen und auch die Unternehmensverbände sagen ganz gerne, es gibt zu viel Bürokratie. Kann man sagen, muss man dann aber auch bitte mal exakt benennen, welche bürokratischen Hemmnisse da besonders gelten. Dann kann man sich die anschauen. Das hier immer wieder vorgebrachte und mantraähnlich wiederholte Tariftreue- und Vergabegesetz zu kritisieren, ja, das ist wahrscheinlich genauso hilfreich wie Ananas-Diät, das immer zu wiederholen. Das macht keinen Sinn. Das ist auch unglaubwürdig, wenn man das bei jeder Problemstellung aus dem Hut zaubert. Also da sollte man sich schon ein bisschen differenzierter dran begeben, denke ich. Aber das können wir im Ausschuss machen, freue ich mich drauf. Der zweite vorgebrachte Punkt, den Unternehmen und Verbände immer wieder vorbringen, ist, dass junge Menschen heutzutage nicht so sehr ausbildungsfähig wären. Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass die Menschen heutzutage dümmer sind als früher. Ja, ein Teil der Jungen. Auch das glaube ich einfach nicht im Schnitt. Ich glaube einfach, dass Unternehmen heutzutage doch ein bisschen exaktere Vorstellungen haben und genauere Vorstellungen haben, was so ein zukünftiger Auszubildender denn alles schon können soll. Und ich glaube, da wird einfach ein bisschen zu viel gefordert. Und ich glaube auch nicht, dass unsere Schulen dafür zuständig sind, diese Forderung zu erfüllen. Die Schulen sind ja schließlich nicht Dienstleister der Wirtschaft. So, da müssten also, wenn Unternehmen da exaktere Vorstellungen haben, Unternehmen auch in die Pflicht genommen werden. Können wir aber auch darüber reden, wie man ihnen dabei helfen kann. Und da muss ich dem FDP-Antrag recht geben, wir müssen da in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft hinkommen. Miteinander reden, ganz wichtig, runder Tisch ist eben schon erwähnt worden. Wer mir bei dem runden Tisch aber immer wieder fehlt, das sind die Kleinunternehmen. Wir haben ganz, ganz viele kleinere Unternehmen, auch Kollegin Maaßen sprach es eben an, mit migrantischen Jugendlichen. Es gibt auch Kleinunternehmen, die von Menschen mit Migrationshintergrund erst ins Leben gerufen worden sind, wo die Unternehmer diesen Hintergrund haben. Und da ist doch sehr viel noch Respekt vor unserem dualen Ausbildungssystem, möchte ich es mal sagen. Und da kann man Hilfestellung bieten. Da können wir eine echte Trendwende schaffen. Das wäre eine richtig gute Sache. Und da freue ich mich, dass wir uns im Ausschuss darüber unterhalten können. Und von daher, ich möchte meine Redezeit zu diesem Zeitpunkt nicht überschreiten, freue ich mich dann auf die Anhörung, die es dann dazu wahrscheinlich geben wird, hoffe ich zumindest, sonst wäre das ja nur ein Schauantrag gewesen, gehe ich nicht von aus. Ich freue mich auf die Besprechung im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank.